Bitcoin ist eine dezentrale digitale Währung, die 2009 von einer unbekannten Person oder Gruppe von Personen unter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto eingeführt wurde. Es handelt sich um eine Kryptowährung, die ohne eine zentrale Bank oder einen einzigen Administrator betrieben wird und von Benutzer zu Benutzer im Peer-to-Peer-Bitcoin-Netzwerk gesendet werden kann, ohne dass Zwischenhändler erforderlich sind. Transaktionen werden in einem öffentlichen Ledger, der als Blockchain bezeichnet wird, verifiziert und aufgezeichnet. Hier sind einige wichtige Punkte zu Bitcoin. Im Gegensatz zu traditionellen Währungen, die von Regierungen und Finanzinstituten kontrolliert werden, ist Bitcoin dezentralisiert. Dies bedeutet, dass keine zentrale Behörde oder Institution die Kontrolle über das Bitcoin-Netzwerk hat. Alle Bitcoin-Transaktionen werden in der Blockchain aufgezeichnet, einem öffentlichen Ledger, das alle jemals durchgeführten Transaktionen enthält. Dies stellt sicher, dass jede Transaktion transparent und nachvollziehbar ist. Es gibt eine maximale Grenze von 21 Millionen Bitcoins, die jemals existieren werden. Diese Begrenzung wurde eingeführt, um Inflation zu verhindern und den Wert der Währung zu erhalten. Während alle Bitcoin-Transaktionen öffentlich und dauerhaft in der Blockchain gespeichert sind, bleiben die Identitäten der Personen, die hinter den Wallet-Adressen stehen, anonym. Der Wert von Bitcoin kann stark schwanken, was teilweise auf seine begrenzte Liquidität, spekulative Handelsaktivitäten und regulatorische Nachrichten oder Ereignisse zurückzuführen ist. Im Laufe der Jahre hat Bitcoin an Akzeptanz gewonnen und wird nun von einer wachsenden Anzahl von Einzelhändlern und Händlern weltweit akzeptiert.